Willkommen bei Low Carb Schlemmen. Heute koche ich mit euch Sojanudeln. Für die Sojanudeln brauchen wir 175 Gramm Sojamehl, 2 Teelöffel Gluten, ein Ei, eine Prise Salz und ein bisschen Wasser. Zuerst vermischen wir das Sojamehl mit dem Gluten. Dann geben wir das Ei dazu. Und mischen alles. Das Wasser geben wir vorsichtig nach und nach hinzu. Seid vorsichtig damit, sonst wird der Teig zu feucht. Und so sollte der Teig nachher aussehen. Weil ich mir das Mehl sparen möchte, lege ich meinen Teig auf ein Backpapier und lege ein anderes hinüber. Beim Ausrollen gilt, je dünner, desto leckerer werden die Nudeln später. Ihr könnt die Nudeln in die Form schneiden, die ihr möchtet. Ich bevorzuge Bandnudeln, deswegen schneide ich lange Streifen. Anschließend die Nudeln noch 4 Minuten kochen. Und fertig. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden und kommt mich auf meiner Seite besuchen, da gibt es noch mehr leckere Low Carb Rezepte. Ich freue mich auf euch. Bis bald!